Im letzten Video hatten wir die Partialbruchzerlegung als Technik zur Integration von gebrochen rationalen Funktionen kennengelernt. Und diesmal wollen wir ein leicht anderes Verfahren benutzen, also immer noch die Partialbruchzerlegung. Wir gehen auch immer noch davon aus, dass der Nenner vollständig in einfache Linearfaktoren zerfällt. Aber anstelle des Koeffizientenvergleichs wollen wir jetzt ein leicht anderes Verfahren benutzen, und zwar das Einsetzen bestimmter Werte. Das geht teilweise ein bisschen schneller, ist aber nicht immer so allgemein. Betrachten wir dazu wieder unsere Beispielfunktion, die wir integrieren möchten. Das ist das gleiche Beispiel wie eben. Das heißt, wir möchten eine Partialbruchzerlegung finden. Also fangen wir da genauso an. Partialbruchzerlegung finden. Auf der linken Seite ist unsere Ausgangsfunktion x geteilt durch x² minus 3x plus 2. Und die möchten wir wieder darstellen. Dazu zerlegen wir wieder den Nenner in Linearfaktoren, und durch scharfes Hingucken sehen wir, dass das x minus 1 mal x minus 2 ist. Wenn Sie das an der Stelle nicht durch scharfes Hingucken sehen, können Sie natürlich auch die PQ-Formel anwenden, die Nullstellen bestimmen und zu den Nullstellen dann die Linearfaktoren ermitteln. Wenn Sie es jetzt aber schon sehen, können Sie zumindest sehen, dass, wenn Sie es ausmultiplizieren, minus 1 mal minus 2 ist genau die plus 2 hier, minus 1 mal x minus 2 mal x sind genau die minus 3x hier. Also das passt. So, und das Ganze möchten wir deswegen jetzt darstellen als eben die, als Partialbruchzerlegung in folgender Form: a1 geteilt durch x minus 1 plus a2 durch x minus 2. Und auch da ist wieder der Ansatz, dass wir zuerst mit dem Hauptnenner einmal durchmultiplizieren, die linke und die rechte Seite. Dann steht da, x ist gleich, und jetzt auf der rechten Seite ist das a1 durch x minus 1 mal x minus 1 mal x minus 2 plus a2 durch x minus 2 mal x minus 1 mal x minus 2. Wenn Sie ein bisschen mehr Erfahrung haben, können Sie das auch schneller machen, weil Sie sehen dann immer, dass sich hier schon was wegkürzt und Sie deswegen diesen Schritt eigentlich jetzt nicht hätten machen müssen, aber ich mache den mal der Übersicht halber mit. Das heißt, wir haben jetzt die Form a mal x minus 2, a1 mal, Entschuldigung, das ist eine 1, mal x minus 2 plus a2 mal x minus 1. Und jetzt besteht der Trick darin, dass wir anstelle des Koeffizientenvergleichs wir einfach Werte einsetzen. Und zwar setzen wir die Werte ein, erstmal als erste Idee, die die Nullstellen sind. Das heißt, wir setzen 1 und 2 ein. Dann wird nämlich jeweils immer etwas wegfallen und wir kommen schnell zur Lösung. Also einsetzen, und wir setzen ein, x setzen wir auf 1. Wenn wir x auf 1 setzen, dann steht auf der linken Seite eine 1. Auf der rechten Seite steht a1 mal 1 minus 2 plus a2 mal 1 minus 1. 1 minus 1 ist 0, fällt also weg. Das heißt, wir wissen jetzt an der Stelle schon, dass 1 gleich minus a1 ist. Also dass a1 gleich minus 1 ist. Und genauso können wir einsetzen die zweite Nullstelle. Das ist x gleich 2. Wenn wir das machen, steht auf der linken Seite die 2, weil wir für x hier an der Stelle setzen wir die 2 ein. Das ist gleich a1 mal 2 minus 2. Das fällt wieder weg, weil 2 minus 2 ist 0 und 0 mal a1 ist 0. Plus a2 mal 2 minus 1. Das ist aber nicht 2 minus 1, aber 1. Also ist das entsprechend a2. Und daraus wissen wir, dass a2 gleich 2 ist. Und wie Sie sehen, ist dieses Verfahren teilweise, wenn man Glück hat, deutlich schneller als das Verfahren dann über den Koeffizientenvergleich. Das Verfahren über den Koeffizientenvergleich ist dafür allgemeiner und funktioniert immer. Und hier funktioniert es halt nur deshalb gut, weil die Nullstellen alle verschieden sind des Nenners. So, und damit bringe ich das noch einmal kurz zu Ende. Das wiederum ist jetzt genauso wie eben. Damit gilt, dass das gesuchte Integral
von x durch x² minus 3x plus 2 dx, dass das das gleiche ist wie das Integral von a1 2 minus 1, also minus 1 durch x minus 1 plus 2 durch x minus 2 dx. Das Ganze können wir aufgrund der Linearität auseinanderziehen. Das ist also minus dem Integral von 1 durch x minus 1 dx plus 2 mal dem Integral von 1 durch x minus 2 dx. Die entsprechenden Stammfunktionen ist jeweils der Logarithmus. Das heißt, das ist minus ln von Betrag von x minus 1 plus 2 mal ln von Betrag von x minus 2 plus c.